Hat sich auch dein Depot in den letzten Wochen und Monaten blutrot gefärbt? Es wäre kein Wunder, denn massenweise fliehen die Investoren aus Technologieaktien und schicken die Kurse weiter in die Tiefe. Doch ich sage dir, jede Krise bietet auch eine Chance und ich glaube, dass wir bei einigen Tech-Aktien mittlerweile gute Kaufgelegenheiten sehen. Während, also Obacht, ich bei den vermeintlich sicheren Häfen der Value-Aktien eher vorsichtig gestimmt bin. Warum, erkläre ich dir in diesem Video. Mein Name ist Thorsten Tiet. Hier geht es um das Investieren in Qualitätsaktien. Und das können sowohl Tech-Aktien als auch klassische Value-Aktien, beispielsweise mit Dividende, sein. Bevor wir in die einzelnen Aktien eintauchen, möchte ich mal kurz was zu der aktuellen Krise sagen. Es wird jetzt immer wieder der Vergleich gezogen mit dem Platzen der Dotcom-Blase vor rund 20 Jahren. Und ich meine, dass wir jetzt was ganz anderes haben, einen ganz anderen Auslöser in erster Linie für die sinkenden Kurse. Ich habe eine Grafik gemacht und die zeige ich dir. Aber zunächst kurze Erklärung: Bei der Dotcom-Blase war das eigentliche Problem nicht tragfähige Geschäftsmodelle. Damals waren war das Internet noch relativ jung und man musste noch experimentieren. Und wenn man uns an das EMTV, Cargolifter in Deutschland denken oder an Petscom, eToys in den USA, es hat einfach nicht funktioniert. Die Investoren waren enthusiastisch, haben Geld gegeben, enthusiastisch waren sicherlich auch die Unternehmer, aber die meisten Geschäftsmodelle, viele waren nicht tragfähig, einige schon, wie bei Amazon, gibt es ja heute noch, aber so im Großen und Ganzen lag das Problem an den Geschäftsmodellen, die nicht tragfähig waren. Mittlerweile ist das Internet den Kinderschuhen entwachsen, schon etwas länger. Und man hat durchaus viele tragfähige Geschäftsmodelle oder einige auch, die damals noch gar nicht existierten, beispielsweise PayPal, wo wir uns auch näher mit beschäftigen werden in diesem Video. Die eigentlichen Auslöser oder die Probleme jetzt, die liegen nicht in den Unternehmen selbst, die sozusagen niemals Gewinne machen werden, wegen nicht tragfähiger Geschäftsmodelle, sondern die sind externer Natur. Da können die einzelnen Unternehmen meist nichts dafür. Das sind makroökonomische, oft politische Ursachen, die die Wirtschaft belasten und damit auch die Unternehmen bzw. Unternehmensergebnisse letztendlich, also die Gewinne, belasten. Ich habe hier mal ein kleines Schaubild gemacht, um zu zeigen, wie was miteinander zusammenhängt. Es fing kurzfristig gedacht alles mit Corona an. Wir werden das sehen. Es gibt auch schon Sachen, die früher in Schieflage geraten sind, aber so wahrnehmbar haben die Verwerfungen mit Corona angefangen. Da gab es ja dann entsprechend die diversen Lockdowns. In China gibt es ja immer noch einen gibt's ja immer noch einen sehr harten Lockdown. Und diese Lockdowns haben die Wirtschaft erstmal einbrechen lassen, haben das Angebot verknappt, haben dann dazu entsprechend geführt, dass es viele Verlierer gab, aber auch Gewinner, wo dann die Aktienkurse in die Höhe geschossen sind. Denken wir wieder an PayPal beispielsweise, Zoom und andere. Und es wurde dann auch zurückgefahren, teilweise weil Fabriken nicht mehr fabrizieren konnten, teilweise aber auch, weil man gedacht hat, okay, wir kommen jetzt in eine längere Wirtschaftsflaute rein und wir brauchen beispielsweise weniger Transportvolumen. Und da wären wir dann schon bei den Lieferproblemen. Wir hatten ja dann eine V-förmige Erholung wieder gehabt, ähnlich wie bei der Finanzkrise. Und darauf waren die internationalen Logistikketten so nicht unbedingt vorbereitet. Und zusätzlich zu geschlossenen Fabriken führt das zu Lieferproblemen. Wir haben ja in Shanghai insbesondere immer noch Fabriken, die aufgrund des Lockdowns geschlossen sind. Lieferprobleme führen dann letztendlich zu Angebotsverknappung, führt zu Inflation, weil wenn es weniger Waren gibt, werden die halt teurer. Und dann haben wir noch andere externe Ursachen. Wir haben den Ukraine-Krieg, der auch zur Inflation führt. Entweder hier direkt beispielsweise Lebensmittelpreise, weil in der Ukraine weniger Getreide angebaut werden kann, als auch indirekt. Hier habe ich nochmal in die Energiekrise dazwischen geschaltet, die dann halt Gas, Öl und so weiter wird dann teurer. Hier könnte man auch direkt den Pfeil zeichnen, aber hier ist die Energiekrise nochmal drin, die verschärft nämlich der Ukraine-Krieg die Energiekrise. Die Energiekrise hat ja noch andere Ursachen, beispielsweise die Energiewende in Deutschland. Also all das treibt zusätzlich die Inflation. Dann haben wir hier noch speziell in der Europäischen Union das Problem großer, hoher Staatsverschuldung, was die EZB dazu veranlasst hat oder immer noch veranlasst, auch relativ langsam vorzugehen, die Zinsen zu erhöhen und damit die Staatshaushalte zu belasten. Und auch das führt dazu, dass die Inflation weiter ansieht, vor allem jetzt hier in diesem Fall
im Euro-Raum. Eine hohe Inflation führt letztendlich, aber egal, ob es im Euro-Raum ist oder in den USA, zu Zinserhöhungen, um eben die Geldwertstabilität zu sichern. Zinserhöhungen wiederum führen dazu eben, dass Anleihen etc. mehr abwerfen, ist dann ein Konkurrenzprodukt zu den Aktienkursen, belaste dann zum einen die Unternehmen direkt durch höhere Zinsausgaben, zum anderen aber auch die Aktie als Anlageklasse an sich. Also, all diese Sachen hier führen erstens tendenziell dazu, dass es uns allen schlechter geht. Das wäre hier Verarmung. Kann in Entwicklungsländern bis zu echten lebensbedrohlichen Hungersnöten beispielsweise gehen. Führt aber auch dazu, dass an der Börse oder dass die Börse belastet wird, weil die Gesamtwirtschaft erstmal belastet wird. Kann zu Kursverlusten also führen. Warum? In erster Linie aber oder starke Kursverluste bei Technologieaktien, weil noch was dazu kommt, das wäre die Überbewertung. Werden wir nachher auch noch sehen, ebenfalls am Beispiel von PayPal. Im Aktienfinder sieht man es wunderbar an ganz vielen Aktien, wo Bewertung nach oben schießt und jetzt eben wieder auf dem Boden der Tatsachen landet. Gucken wir mal jetzt, hier habe ich einen schönen Chart von Bloomberg und da sieht man bereits, worauf es das Video hinausläuft, nämlich dass Technologieaktien, Qualitätstechnologieaktien schon sehr stark korrigiert haben und durchaus auch wieder kaufenswert sind, fundamental betrachtet jedenfalls. Da haben wir hier den New York Stock Exchange FANG Plus Index, also wir sagen hier mal Premium-Tech-Aktien und dann haben wir hier den breiten Aktienmarkt in Form des S&P 500. Und du siehst, es gab immer einen Aufschlag hier von den Technologieaktien. Dieser Aufschlag mittlerweile ist aber auf ein Minimum reduziert worden. Das sind vielleicht nur noch, das ist jetzt das KGV, das sind vielleicht nur noch 2 bis 3 Punkte. Und dieser Chart ist ja jetzt auch schon wieder älter. Gestern, also er ist relativ neu, aber gestern sind die Kurse nochmal eingebrochen, insbesondere von Technologieaktien. Neste ist, glaube ich, um 4% fast runter. Und das heißt, der Abstand hat sich nochmal verkürzt und der ist jetzt so klein zwischen Technologie, zwischen Qualitätstechnologie und zwischen dem breiten Aktienmarkt, wie er in den Jahren zuvor eben nicht gewesen ist. Das ist schon mal ein Indikator, basierend auf dem breiten Markt quasi, dass der Technologieabverkauf doch schon sehr weit getrieben worden ist. Jetzt gehen wir mal direkt in den Aktienfinder rein und gucken uns mal das ganze Schlamassel von den Technologieaktien nochmal näher an, bevor wir dann einzeln was rauspicken. Ich kann hier im Wachstumsfilter reingehen, dann hier in den Supersektor und dann Software mal eingeben. Da haben wir schon sehr viel von Technologie. Und dann gucken wir hier mal, wie die Aktien so performten, zum Beispiel auf die letzten 6 Monate hier absteigend. Können wir auch gleich mal 200 am Stück anzeigen lassen. Und da siehst du hier Marken international. Aber vieles Technologie, Delivery Hero, Technologie, naja, wer dran geglaubt hat, aber Readly beispielsweise, Fiverr, DocuSign und das hier sind die Kursverluste, alles über ein 2/3 verloren. Shopify, Fastly, PayPal haben wir hier, hat auf Jahressicht sogar über 2/3 verloren, knapp 70%. Upwork, Zoom, die ganzen üblichen Verdächtigen, Paschina, ADR ist natürlich noch. Blog ist da auch drin, Spotify, Etsy, Pinterest und so Palantir und so weiter und so fort. Alles horrende Kursverluste hier, die diese Aktien entsprechend halt erleiden mussten. Und was im Gegensatz dazu haben sich Value-Aktien, beispielsweise Coca-Cola oder Procter & Gamble, also wirklich sehr gut geschlagen. Und das vergleichen wir mal jetzt, wie diese Aktien miteinander bewertet sind, weil diese Aktien, die ja meistens gute Dividendenzahler sind, die werden ja so ein bisschen als sichere Häfen gehandelt und ich glaube, das hat die Bewertung mittlerweile schon ziemlich hochgetrieben. Ich habe hier einen Merkzettel angelegt, der heißt PayPal. Können wir mal auswählen. Und dann haben wir hier ein paar Value-Aktien noch drin, beispielhaft. Also hier oben ist PayPal und dann haben wir Unilever, Pepsi, Procter & Gamble und Coca-Cola. Und wenn man hier jetzt so einfach mal guckt, wie die sich so geschlagen haben, dann sieht man, vor allem auf Jahressicht ist es interessant, dass Pepsi, Procter & Gamble und Coca-Cola auf Jahressicht, also 12-Monats-Sicht, alle um zwischen 21 und 22% zugelegt haben. Unilever ist um 11% gefallen, aber das ist alles so nichts im Vergleich zu PayPal. Und wenn man jetzt hier mal anschaut, was so die Wachstumsraten sind, weil normalerweise hieß es ja immer, Technologie ist höher zu bewerten, weil eben das Wachstum da viel schneller ist, als beispielsweise bei jemandem, der
schwarze Brause verkauft oder Windeln. Und wenn man sich das Ganze mal anguckt hier, zunächst mal die Stabilitätskennzahlen, da sehen wir, das ist auch schon ganz wichtig, dass es sich hier um Qualitätsaktien handelt. Meistens liegen die Werte hier, gehen ja von minus 1 bis plus 1, bei über 0,8. Das sind dann wirklich Werte von Qualitätsaktien, also stabil steigende Gewinne, stabil steigende operative Cashflows, liegt überall 0,8 sogar. Und auch der Umsatz, mal mehr, mal weniger, aber jedenfalls bei Unilever und Pepsi auch sehr gut. Bei Coca-Cola und Procter & Gamble so ein bisschen wischiwaschi. Hat vermutlich auch was mit Desinvestments zu tun, mit Abspaltung, weil er wird ja da immer gekauft, zugekauft, wieder abgekauft, also verkauft und so weiter. Wollen wir jetzt nicht so im Detail drauf eingehen. Stattdessen lenken wir mal den Fokus auf die Wachstumsraten jetzt. Und dann haben wir beim Gewinn auf die letzten 5 Jahre durchschnittlicher jährlicher Gewinnwachstum bei PayPal 23%. Dann vergleichen wir mal die anderen Unternehmen hier. Die liegen teilweise bei 1% oder Procter & Gamble bei 10%. Das ist schon mal wirklich ordentlich. Coca-Cola sogar bei 15%, aber immer noch unter den 22%. Beim operativen Cashflow sieht es ähnlich aus. Auch hier haben wir PayPal ganz klar vorne. Coca-Cola kommt knapp auf die Hälfte des Wachstums und beim Umsatzwachstum ist es noch krasser der Unterschied. Da haben wir bei PayPal 17% jährliches Umsatzwachstum von einem Jahr auf das nächste, auf die letzten 5 Jahre gesehen. Das soll so ungefähr auch weitergehen. Das Management rechnet da mit dem Gewinnwachstum Pi mal Daumen von 20%. Hier Analysten jetzt gerade von 15,3% und niemand hier zweistellig bei den Value-Aktien. Höchstens im mittleren bis hohen einstelligen Bereich. Also ja, bei PayPal, und da klicken wir jetzt mal kurz drauf, hier sieht man auch nochmal, dass es ein Unternehmen ist, das tatsächlich auch solide Gewinne erwirtschaftet, die langfristig betrachtet auch steigen. Wir haben jetzt hier eine kleine Stagnationsphase zugegeben, aber es handelt sich hier um ein profitables Unternehmen. Auch die freien Cashflows und die operativen Cashflows sowieso, die sind ebenfalls positiv, liegen sogar über dem bilanzierten Gewinn. Interessant ist dann noch, also was wir jetzt gesehen haben, ist halt, dass prinzipiell langfristig betrachtet das Gewinnwachstum bei PayPal doch deutlich höher ausfällt als jetzt hier beim Vergleichsmaßstab bei den Value-Aktien. Wenn wir uns jetzt nochmal die Bewertungen angucken, dann sehen wir aber, dass wir sind hier bei PayPal, dass zum Beispiel Pepsi, Procter und Gamble und Coca-Cola, also außer Unilever, dass die ganzen Aktien hier durch die Bank deutlich höher bewertet sind als PayPal. Das ist halt sehr interessant, weil normalerweise müsste genau umgekehrt sein. Diejenigen, die schon profitabel sind auch und noch höheres Gewinnwachstum haben, die gehören, diese Aktien sollten doch eigentlich höher bewertet sein. Um jetzt mal ganz konkret zu machen, wir haben beispielsweise hier bei, ja, bei Pepsi oder nehmen wir mal Coca-Cola, hier ein KGV auf dem bilanzierten Gewinn von 27,4 gegenüber knapp 24 bei PayPal. Auf dem bereinigten Gewinn wird es sogar noch extremer, 18 zu 27. Auf dem operativen Cashflow unter 16 auf über 24. KUV unter 4, PayPal über 7, Coca-Cola. Ja, das sieht man also schon enorme Unterschiede und das übersetzt sich natürlich dann hier in die Betrachtung des fairen Werts. Wo man einfach vergleicht, ja, wie sind die Aktien der Vergangenheit bewertet gewesen, wie wird sie momentan bewertet, günstig oder teurer. Das sieht man hier bei PayPal enorme Abschläge zwischen 40 und 50%, je nach Bewertungsmaßstab. Und bei den anderen gut laufenden Value-Aktien, Unilever wieder außen vor geklammert, haben wir hier Aufschläge von irgendwo zwischen 20 und 30, 40, sogar teilweise 50%, je nach Aktie und Bewertungsmaßstab. Das ist natürlich schon enorm und das Ganze zeigt sich auch hier, wenn wir mal uns die Multiples angucken, dann holen wir nochmal Coca-Cola beispielsweise hervor. Hier erst nochmal das Ganze, dieser Hügel, den man bei so vielen Tech-Aktien jetzt im Aktienfinder sehen kann, sowohl bezüglich der Bewertung als auch bezüglich hier, machen wir mal kurz raus, natürlich entsprechend dem Aktienkurs. PayPal hat hier einen Aktienkurs 83,70 US-Dollar, das ist der Kurs, da waren wir schon Anfang 2018, also lange vor Corona, schon 2 Jahre vor Corona, hatten wir schon so einen Aktienkurs bei PayPal, wie wir ihn momentan haben. PayPal damals Gewinn gemacht pro Aktie. Nehmen wir den bilanzierten Gewinn, der auch auf anderen Finanzseiten ist, 1,47, momentan mehr als doppelt so viel, 3,51.
Hier eine Stagnationsphase, dann wären es 3,5. Aber auf jeden, das übersetzt sich natürlich in deutlich niedrigere KGVs, KUVs etc. So, jetzt möchte ich mal, ich möchte übrigens PayPal nicht schönreden. Das Management hat Fehler gemacht. Wir haben das mal in einem eigenen Video analysiert, mit den vielen Fake-Accounts, mit, ich sage es mal, unkontrolliertes Wachstum, dass das CFO gegangen ist, ist auch nicht gerade jetzt tolles Timing, sage ich mal. Aber wenn da jetzt keine Bombe erneut platzt, heute Abend werden dann die Geschäftszahlen veröffentlicht. Also in dem Fall, dass die Bombe platzt, dann kann natürlich noch irgendwas Schlechtes außen vor gekehrt werden und den Teppich hervorgekehrt wird. Dann können die Aktienkurse natürlich weiterfallen. Die Aktienkurse können auch dann noch weiterfallen, wenn keine Bombe platzt, weil der Markt ja bekanntlich zu Über- und Untertreibungen neigt. Aber wenn wir langfristig investieren und dann haben wir halt momentan beispielsweise ein KUV bei PayPal von 3,7, was aufgrund des weiteren Umsatzwachstums ja noch entsprechend sinkt. 2025 hätten wir noch ein 2er KUV. Momentan so günstig bewertet wie selten zuvor mit einem KUV von unter 4. Wenn wir uns jetzt mal Coca-Cola rausholen und dann gucken wir mal hier, wie die bewertet sind. Und da sehen wir, die waren in der Vergangenheit zeitweise gleich bewertet wie PayPal. Dann hatten wir hier den Corona-Boost quasi. Da hatte dann PayPal ein KUV von zeitweise über 14. War also deutlich teurer, mehr als doppelt so teuer, doppelt so hoch bewertet anhand des KUVs wie Coca-Cola. Und mittlerweile hat sich das ins Gegenteil verkehrt. Mittlerweile haben wir bei Coca-Cola ein KUV von 7, was historisch hoch ist, also teuer ist, wenn wir bei PayPal ein KUV haben von 3,7. Also noch ein bisschen mehr als die Hälfte, aber nicht mehr weit davon entfernt. Also die Verhältnisse haben sich umgekehrt, umgedreht. Wenn wir uns zum Beispiel jetzt mal Procter & Gamble angucken, dann sieht man es auch ganz krass. Also Procter & Gamble war in der Vergangenheit immer niedriger bewertet als PayPal. Hier mal ganz kurz ungefähr gleich, 2017 hier auch immer ganz fast gleich, aber im Großen und Ganzen deutlich niedriger bewertet als PayPal. Und jetzt haben wir auch wieder hier eine Umdrehung der Tatsachen. Jetzt haben wir Procter & Gamble mit einem KUV von über 5 und PayPal, wie gesagt, 3,7. Und das zeigt quasi, dass wir jetzt Value, denke ich, als sicheren Hafen haben. Wird jedenfalls so gesehen, treibt die Kurse in ungeahnte Höhen. Könnte man jetzt auch noch Pepsi und beispielsweise sich angucken, dann auch in der dynamischen Aktienbewertung, Dividendenturbo, wird man sehen, dass die Dividende, die aktuelle Dividendenrendite ganz niedrig ist. Will ich jetzt aber nicht machen. Was ich einfach machen will, ist, gehen wir nochmal kurz in die Bewertung hier von PayPal rein und zeigen einfach mal, dass, falls es so kommt, wie die Analysten sich das vorstellen, dass wir jedoch einiges an Potenzial haben. Und zwar nehme ich mal jetzt mal out of the box einfach die Bewertung hier bereinigt und dann vom Umsatz. Da sieht man das schon schön, was wir hier für eine Übertreibung haben, jetzt eine Untertreibung haben. Man kann durchaus, und das würde ich auch empfehlen, die Multiples historisch noch nach unten anpassen, weil das Wachstum jetzt, das Umsatzwachstum bleibt zwar schön in Größenordnung, die man auch in der Vergangenheit gesehen hat, aber die Profitabilität kann im Rahmen der Umstrukturierung noch etwas leiden, dass man dann schon nach unten gehen kann. Dann könnte man hier das KGV vielleicht auf 20, das ist schon sehr aggressiv nach unten kürzen, haben wir hier gemacht. Das KUV vielleicht auf 4, so in die Richtung. Und dann hätten wir hier entsprechend, das zoome ich ein bisschen näher ran, deutlich niedrigere, faire Werte, wobei man hier nochmal sieht, wie aggressiv das quasi nach unten jetzt angepasst worden ist. Das heißt, wir berechnen ja dann alle fairen Werte basierend auf diesen Multiples und man sieht, dass der Markt in der Vergangenheit die Aktie deutlich höher bewertet hat. Hier ein fairer Wert von 77, damals 242 US-Dollar. Jetzt sind wir aber so aggressiv nach unten vorgegangen und können da mal gucken, was hat man da für ein Renditepotenzial auf das übernächste Geschäftsjahr. Wären dann aufs Jahr 20%, Gesamtrendite 37%, alles ausschließlich Kursgewinne, weil PayPal ja keine Dividende ausschüttet. Und das trotz dieser aggressiven, niedrigeren Bewertung. Also ich denke, das zeigt schon, dass da durchaus Potenzial ist. Wie gesagt, es kann noch weiter nach unten gehen, aber rein fundamental ist Potenzial da. Bei PayPal, bei anderen Technologieaktien auch. Während ich mich über die gute Performance von Coca-Cola und Co. durchaus freue. Pepsi haben wir beispielsweise auch im Schotterdepot. Aber
Ich wäre vorsichtig, jetzt einen Großteil meines Vermögens da reinzuschieben, weil ich mir sage, ja, das ist jetzt der sichere Hafen. Weil die Bewertungen sind da jetzt schon wieder so hoch, dass ich nicht glaube, dass man da jetzt noch unbedingt viel Rendite mitmacht. Und vielleicht gibt es dann auch da eine Korrektur. Es ist ja sogar so, und das hätte ich jetzt fast vergessen zu sagen, dass Technologietitel teilweise klare Vorteile haben gegenüber Value-Aktien. Nämlich, denken wir jetzt mal hier an Lockdown. Was wäre jetzt, wenn ein Lockdown käme? Dann würde das Rückenwind geben gegenüber den klassischen Corona-Gewinnern, also den Tech-Aktien, die schon bei der ersten, am Anfang der Corona-Pandemie Rekordumsätze erzielt haben. Und Coca-Cola und andere Getränkehersteller und so weiter, die würden wieder Gegenwind verspüren, weil die Umsätze gingen da nach unten. Es ist ja jetzt eben nicht förderlich für den Getränkeabverkauf, wenn beispielsweise Bars gespart werden, wenn weniger gereist wird, weniger in Hotels gegangen wird, weniger gefeiert wird, etc. Wir haben Lieferprobleme, diese Lieferkettenproblematiken. Die haben klassische Value-Aktien, aber Technologietitel weniger. PayPal produziert ja nichts. Das heißt, die haben weniger Probleme mit gestörten Lieferketten. Die haben die nur indirekt. Wenn tatsächlich weniger verkauft wird, dann wird auch weniger Umsatz von denen erzielt. Aber direkt haben sie keine Lieferkettenprobleme. Und wenn jetzt ein Unternehmen Lieferkettenprobleme hat und ein anderes Unternehmen kann einspringen, ein Konkurrent, dann ist es PayPal eigentlich egal, welches Unternehmen den Umsatz für PayPal erwirtschaftet. Also über welches Unternehmen im Rahmen welches Unternehmen quasi die Umsätze des Kaufs macht über den PayPal halt was abzwackt. Stichwort abzwacken. Gehen wir hier zum nächsten, zur Inflation. Auch da ist PayPal sogar ein Gewinner. Sobald irgendein Unternehmen oder eine Dienstleistung die Preise erhöht, wird auch PayPal mehr verdienen, weil sie einen festen Prozentsatz nehmen an Gebühren für die Transaktion. Und PayPal muss also nicht mehr oder weniger mühsam mit Verzögerungen die gestiegenen Kosten aufgrund von Inflation auf seine Produkte umschlagen, wie es beispielsweise Coca-Cola und andere Value-Aktien machen müssen, sondern die kriegen das, die lassen das die anderen sozusagen für sie machen. Und die haben natürlich deshalb eine sehr bequeme Position. Sobald was teurer wird, dann verdient PayPal mehr, ohne dass sie gestiegene Kosten haben. Und ich denke, das hat der Markt überhaupt noch nicht berücksichtigt. Also in dieser Summe hier sehe ich, dass Technologietitel wie PayPal niedrigere Risiken haben, aber höheres Wachstum haben wie Value-Titel, aber mittlerweile niedriger bewertet sind als Value-Titel. Und es macht für mich langfristig keinen Sinn. So, das war das Ende des Videos. Würde mich mal deine Meinung interessieren. Siehst du auch, dass Technologieaktien jetzt wieder interessante Kaufniveaus erreicht haben? Falls ja, sag mal, welche Technologieaktien? Wie stehst du zu Value-Aktien? Sind die für dich jetzt nach diesem Video immer noch der vermeintlich sichere Hafen? Es ist auch keine Kauf- und keine Verkaufsempfehlung an der Stelle. Oder bist du da jetzt auch so ein bisschen skeptischer geworden? So oder so, ich wünsche dir einen schönen Tag, gute Nerven, weiterhin viel Erfolg an der Börse. Danke fürs Zuschauen und bis bald. Ciao.